Bevor wir mit unserem Modell jetzt weitermachen und neue Objekte wie den Fahrer noch hinzufügen, sollten wir die bisherigen Objekte in der Szene erst einmal sinnvoll benennen. Also gehen wir einfach mal der Reihe nach hier durch und benennen die Objekte einigermaßen sinnvoll. Und dann kommen wir nicht mehr so leicht durcheinander, wenn wir jetzt hier neue Objekte noch hinzufügen. Den Fahrer können wir aus einfachen Grundobjekten zusammenbauen. Und für den Körper nehmen wir hier einfach das Kapselobjekt und für den Kopf die Kugel. Platzieren wir die Kugel mal dort, wo sich der Kopf befindet. Und laden dann noch das Kapselobjekt für den Körper hinzu. Aus der Ansicht von oben kann man das jetzt vielleicht etwas besser betrachten. Und insgesamt beide Objekte hier noch mittig ausrichten, dass der Fahrer eben in der Mitte von unserem Auto sitzt. Die Kapsel ist noch ein bisschen zu groß. Vielleicht doch wieder ein kleines Stückchen größer. Und den Kopf noch ein bisschen mehr in den Körper hier hinein. Die Kappe unserer Figur hier ist eigentlich gar keine wirkliche Kappe, sondern die Oberseite des Kopfes ist einfach nur gelb angemalt und der Schild der Kappe hier besteht einfach aus einem gerundeten Rechteck. Und auch das können wir wieder mit einem Spline und dem Extrude Nurbs Objekt modellieren. Am besten gehen wir dazu in die Ansicht von oben. Da können wir jetzt unseren Kopf, in dem Fall die Kugel hier, genau betrachten. Und zeichnen hier mit dem Bézier-Spline-Werkzeug die grobe Form, also diese rechteckige Schildform. Die Kanten sollten wir hier noch ein bisschen gerade machen. Und an den Spitzen hier unten, wo das Ganze abgerundet ist, können wir jetzt die Phasenfunktion verwenden. Damit wir mit dem Extrude Nurbs Objekt dann auch eine Deckfläche erhalten, müssen wir diesen Spline noch schließen und können jetzt hier das Extrude Nurbs Objekt hinzufügen und den Spline zuweisen. Unser Objekt befindet sich jetzt hier noch am Weltursprung, deshalb schieben wir ihn ein bisschen nach oben. Und müssen jetzt auch die Verschiebung im Extrude Nurbs Objekt noch anpassen. Also löschen wir hier die Verschiebung in Richtung Z und verschieben stattdessen in Richtung Y, also in die Höhe hier. Jetzt sollten wir unser Objekt noch ein bisschen kleiner skalieren, damit hier die Eckpunkte nicht über die Kugel oder über den Kopf hinausragen. Also alle Punkte selektieren und dann in der Breite, also in der Richtung X, ein bisschen verkleinern. Kontrollieren wir auf der Rückseite, dass da auch alles passt. Hier vielleicht noch einen kleinen Tuck kleiner. Das Ganze ein bisschen verschieben. So könnte das jetzt aussehen. Jetzt ist der Schild vielleicht ein kleines bisschen zu hoch. Schauen wir dazu nochmal auf unser Referenzmaterial. Vielleicht immer noch ein kleines Stückchen.
Im Moment hat unser Objekt hier noch sehr harte Kanten, hier an diesen Seiten und an den Rädern. Und das wäre jetzt für ein Kinderspielzeug nicht sonderlich geeignet. Deshalb sollten wir diese auch noch abrunden. Im Originalreferenzmaterial haben wir hier auch etwas rundere Kanten an den Seiten. Fangen wir an mit dem Grundobjekt oder mit der Grundform. Und das funktioniert hier bei dem Extrude-Nurbs-Objekt über die Deckflächen. Also wechseln wir hier zu dem Deckflächen-Tab und können jetzt bei Start und Ende jeweils auswählen, dass wir Deckflächen und Rundungen haben wollen. Über die Anzahl der Stufen können wir jetzt hier auch noch mehr Unterteilungen hinzufügen an diesen Kanten und diese damit etwas runder machen. Vergleichen wir das nochmal mit unserem Referenzbild. Vielleicht ein kleines bisschen weniger. Also ein kleines bisschen kleinerer Radius. An den Unterseiten, nämlich an diesen Kanten hier, haben wir immer noch relativ harte Kanten. Und diese kriegen wir nicht mit dem Extrude Nurbs gerundet, sondern sie sind direkt im Spline so eingezeichnet. Also in unseren Spline-Objekten haben wir hier diese harten Kanten. Und auch hier können wir jetzt wieder die Phasenfunktion verwenden, um diese Kanten zu runden. Also den vorderen Punkt und den hinteren selektieren. Und dann über die Phasenfunktion hier eine Rundung einbringen. Schauen wir uns die Rundung mal aus einer gewissen Entfernung an. Und dann würde ich sagen, passt das doch so ganz gut. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Extrude Nurbs Objekt, nämlich zu der Kappe hier oben. Und auch hier wollen wir die Kanten ein bisschen abrunden und dafür wieder die Deckflächen hier einstellen, also Deckflächen und Rundungen. Und hier müssen wir den Radius noch ein bisschen reduzieren. Und die Anzahl der Stufen hier vielleicht auf 3. Schauen wir uns das nochmal aus einer Entfernung an. Und dann haben wir jetzt hier so einen leichten Glanz auf dieser Kante, also keine harte Schnittkante mehr, sondern erhalten jetzt hier auch so eine ganz leichte Reflexion auf der Kante. Das gleiche machen wir jetzt noch mit den Rädern, nur bei den Rädern sind es jetzt hier Grundobjekte und hier können wir direkt eine Rundung über die Parameter einstellen. Vielleicht den Radius ein bisschen kleiner und bei den Segmenten können wir hier ruhig 4 Segmente einstellen. Und durch das Hinzufügen der Deckflächen bei unserem Auto hier sind die Räder jetzt wieder ein bisschen in unser Objekt hineingerutscht. Also ziehen wir diese noch ein bisschen wieder raus, dass hier wieder diese Spalte entsteht. Werfen wir nochmal einen Blick auf unser Referenzmaterial, ob die Rundungen so dem entsprechen, was das Bild hier zeigt. Und vielleicht können wir hier bei den Rädern einen etwas kleineren Radius noch wählen, aber das ist jetzt hier Geschmackssache. Wir müssen uns auch nicht hundertprozentig nach der Vorlage hier richten. An dieser Stelle können wir hier unsere Objekte jetzt erst einmal wieder etwas sinnvoller benennen. Und jetzt können wir alle Teile der Figur, also den Körper, den Kopf und die Kappe, auch noch gruppieren und damit in ein eigenes Nullobjekt packen. Wenn wir nochmal einen Blick auf unser Referenzbild werfen, dann stellen wir fest, dass die Figur hier durch ein Loch in dieses Auto hier eingesetzt wurde. Und dieses Loch fehlt uns auch noch hier bei unserem Objekt. Bevor wir jetzt hier hingehen und unser Extrude Nurbs Objekt konvertieren und dann mühsam selbst ein Loch hineinschneiden, bedienen wir uns in dem Fall der Bool-Funktion. Also wir laden hier über das Menü ein Bool-Objekt hinzu
Und dieses Bool-Objekt verbindet zwei Objekte miteinander, beziehungsweise kann auch ein Objekt von dem anderen abziehen oder schneiden. Und wir schieben zuerst einmal unser Extrude-Nerves hier hinein und benötigen jetzt noch ein zweites Objekt, welches hier ein Loch hineinschneidet. Dazu nehmen wir einfach unsere Kapsel und kopieren diese. Vielleicht mal hier ganz nach oben hin und erhöhen hier den Radius, sodass wir jetzt die Größe des Lochs erhalten. Und diese Kapsel packe ich jetzt noch mit rein in das Bool-Objekt und jetzt muss ich nur noch die Reihenfolge ändern und dadurch schneidet meine Kapsel jetzt ein Loch in mein Extrude-Nerves-Objekt. Das können wir uns auch mal anschauen, wenn wir hier ein bisschen näher ranfahren. Wir haben jetzt hier dieses Loch. Und dieses Loch ändert sich jetzt je nachdem, wie wir hier unser Kapselobjekt bewegen. Wir können also unsere Kapsel hier noch ein bisschen vergrößern und damit das Loch auch noch ein kleines bisschen größer machen. Jetzt fällt mir noch auf, dass wir hier an der Vorderseite eine relativ harte Kante haben, vermutlich auch auf der Rückseite. Und diese sollten wir noch korrigieren, bevor unser Objekt dann fertig ist. Dazu gehen wir wieder in unseren Umriss-Spline, deaktivieren noch das Extrude-Nerves-Objekt, damit wir hier unser Spline besser sehen können. Und bei dieser Kante ist jetzt das Problem, dass wir hier nicht die einfache Phasenfunktion verwenden können, da wir hier eine Biegung haben. Also wir haben keinen einfachen rechten Winkel und deshalb produziert die Phasenfunktion hier leider nicht das Ergebnis, was wir suchen. Denn wenn wir jetzt hier runden, erhalten wir hier diese Biegung und dann diese Schräge und damit eben diesen kleinen Absatz hier. Aus diesem Grund machen wir das Ganze manuell. Wir nehmen einfach das Punkt-Erzeugen-Werkzeug und setzen einmal davor und einmal dahinter einen Punkt und können jetzt den Punkt an der Kante hier einfach löschen und erhalten damit so eine automatische Rundung. In der Ansicht von rechts sehen wir das vielleicht noch ein kleines bisschen besser und können diese Kante jetzt noch ein bisschen verfeinern. Schalten wir nochmal unser Extrude Nerves hinzu und schauen uns nochmal diese Kante an. Dann sieht die jetzt ein bisschen besser aus als vorher und auch besser als hier die Rückseite, die immer noch diese scharfe Kante hat. Also machen wir hier das gleiche Spiel nochmal. Wieder auf die Kante zoomen und mit dem Punkt erzeugen Werkzeug einmal davor und dahinter einen Punkt hinzufügen. Und den eigentlichen Punkt an der Kante hier löschen und dann noch die Tangente bearbeiten, sodass wir hier eine etwas feinere Rundung bekommen. Vergleichen wir unser Modell noch einmal mit unserem Referenzbild. Dann fehlt jetzt letztendlich nur noch dieses kleine grüne Objekt hier an der Vorderseite. Aber das ist für unser eigentliches Modell jetzt nicht weiter relevant, deshalb lassen wir es einfach weg. Bevor wir unser fertiges Modell jetzt abspeichern, ordnen wir unsere Szene noch ein bisschen, indem wir alle Objekte einer Gruppe zuweisen und dieser noch einen Namen geben.